Puh, Entspannung kehrt ein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons. Wo kommen denn die ganzen Leute? Kommt doch mal. Kommen die mal? Ja, jetzt kommen die alle mal. So. So, Hallöchen, Popöchen, Enyo. Nach Tieren fragen wir mal. Tiere kaufen, was gibt's denn? Ach, das ist schwarz-weiße Welpe. Was gibt's sonst so? Items kaufen. Zwiebelsamen, Olivenbaumsetzung. Hast du vielleicht Baumwollsamen? Eventuell, danke. Und sonst? Runde Brille, Monokel. Hast du Zucker? Nee, hä? Sowas hast du nicht. Nur Münze, Münze. Minze, Salbei, Öl, Butter, Käse, Joghurt. Na gut. Baupläne. Lila Bank. Rosa Kaffeetisch. Wow, hold on. Okay. So viel dazu jetzt. Ich hab's noch geschafft, rechtzeitig meinem Freund zum Geburtstag zu gratulieren. So, hey! Hi, was geht? Wir haben gerade schon geredet. Kann ich jetzt bei Corona was kaufen oder gehört das jetzt hier als übelst krasser Feiertag? Oh! Set makes me cry! Na gut, dann halt nicht. Dann ist es immer total deprimierend. Es ist 16 Uhr gleich und ich habe noch nicht mal angefangen mit all den Dingen, die ich heute tun sollte. Wow. So sad. 40 Marmelade ist vollständig nice. So, herausnehmen. Yeah! Fischperlen auch so hinzufügen. So. Und los geht's, das ganze Gegieße. Oh yeah, ich kann's kaum erwarten. Come on, Baby. So nice. Habe ich eigentlich jetzt... Ich kann mich gerade nicht erinnern. Habe ich jetzt die ganzen Chilisamen? Nein, ich habe nicht die Hälfte der Chilisamen. Oh, damn it. Ah, okay, wir gießen trotzdem hier mal durch. Richtig. So. Wie läuft's mit dem Reis? Heiß auf Reis. Nein. Zeig mal. Lotuswurzeln. Ich warte mal lieber noch, bevor ich hier irgendwelchen krassen Shit mache. Was schreit denn hier so rum? Nicht so rumkreischen. Kriechen. Genau, kriechen. Kennt ihr das Wort kriechen? Das machen Kinder immer. Mein Gott, hier liegt viel. Gleich mal kratzen. So, wieso muss ich mich eigentlich immer, wenn ich aufnehme, kratzen? Das ist so eklig. Oh, ganz viel Unkraut. Nice. Gut. Der Befehl. Oh, was haben wir hier? Oh, ein Fisch. Das ist aber schön. Ein Kili-Fisch auch noch. Bam. So, wo kreischt denn hier da? Wer kreischt denn hier? Kreischt von euch einer? Kreischst du? Nein. Das ist nicht auszuhalten. Das ist ja wie im Horrorfilm hier. Gut, dann gucke ich mir mal das Zwiebel und sonstige Feld an. Ich weiß gar nicht mal, was ich auf dem... Unten habe ich Zwiebeln angebaut, das weiß ich noch, aber ich weiß... Oh, Desi, hi. Ich weiß gar nicht mal, was ich oben angebaut habe. Was habe ich denn hier angebaut? Melone! Yeah! Melone! Ich liebe Melone. Was muss ich tun? Also ob Kürbis. Ja, Kürbis mag ich jetzt nicht so. Oh yeah. Meine Gießkanne ist leer! Oh, so. Ich schon mal so viel zu tun. Das Spiel makes me so ready. Könnt ihr auch mal für, ich weiß gar nicht, wie die ist, Pepita, könnt, hab ich eigentlich, ist jetzt hier inzwischen wieder nur ein Wiesel?
Nee, hä? Wo ist das Wiesel hin? Hä? Ja, warte, ich hab das Wiesel doch gerade im Augenwinkel gesehen. Ich hab dich... Ich hab doch gerade das Wiesel gesehen. Wo ist es? Hä? Es ist einfach weg. Entweder ist ein Zweiter oder ein Phantomwiesel. Super. Mhm. Tolles Spiel. Oh, gemein. So. Einfach despawn vermutlich. Jo, ich bin das Wiesel. Ich kann einfach despawnen. Bam. Hab's gehackt, das Spiel. So. Ja, warte. So. Und Kraut. Oh, Lavendel. Ich glaube, es ist zwar Lavendel. Und Äste, die können wir auch weiter verarbeiten zu, ihr wisst schon, so Dingen. Dünger, genau, Dünger, das war's. So, und ich habe zum Glück auch Baumwolle. Ihr wisst, was das bedeutet. Ein gratis Eis. Nein, das bedeutet, ich kann Baumwolle. Oh, gratis Eis wäre jetzt geil. Generell Eis wäre jetzt geil. Schreit denn hier so rum? Schreist du rum? Nee. Irgendwo an einem Baum eine Zikade, die man aufsammeln kann? Vielleicht bin ich auch so ein bisschen zu sehr an Animal Crossing gewohnt, wo man einfach Dinge, die rumschreien, aufsammeln kann. Das ist nämlich, wie man weiß, so ein typisches Animal Crossing-Ding. Schreiende Dinge aufzusammeln. So. Ups. Hm. Hä? Hm. Übrigens, hat doch jemand in den Kommentaren geschrieben, die Hexe, Richie, steht irgendwie ja vielleicht alles voll mit Fröschen bei sich im Haus. Allerdings freut sie sich schon, wenn man ihr Frösche schenkt. Das ist immer so diese geile Videospiellogik. Da musste ich übrigens auch schlagartig an diesen einen Clip bei Little Britain denken, wo diese alten Frauen da ihren Froschclub haben und die da einen zum Geburtstag einen echten Frosch schenken und die das wieder in Tod haut. Ja, Little Britain Humor halt. So, warum schenkt ihr mir sowas Ekliges? Ich liebe Frösche, aber auch keine echten. So witzig. Little Britain halt. So. Kennt ihr Little Britain? Habt ihr das schon mal geguckt? Ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mal Little Britain geguckt. Ich weiß gar nicht, ob es ab neue Folgen. Ups. Neue Folgen davon gibt. Ich weiß noch, das ist jetzt irgendwie dieses... Also, das ist schon eine Weile her. Da kam irgendwie dieses Come Fly With Me. Das war einfach so wie eine Doku auf einem... auf dem Flughafen. Und denselben Schauspielern halt. Aber ich hab das, glaub ich, erst ein, zwei Mal in meinem Leben geguckt und dann auch noch nebenbei. Ich hab ja keinen Fernsehanschluss bei mir. Also, ich könnte mir welchen holen, aber... Ich gebe mein Geld lieber für andere Dinge aus als für Fernsehen. Dafür habe ich 150 Euro Internetleitung. Ja, Prioritäten in meinem Leben sind ganz klar gesetzt. So. Ich glaube, das erzähle ich auch schon zum Millionen tausendsten Mal, dass ich kein Fernsehen habe. Es ist halt, es gibt welche, die geben damit voll an. So, ja, hier, oh, ich lese Bücher im Internet. Oh, ich brauche kein Fernsehen. Das ist eher, ist viel zu unintellektuell, was da läuft. Aber ich bin mehr so, ja, ich würde es mir eigentlich schon holen. Dann manchmal, ich finde es manchmal schön, wenn ich bei meiner Mutter bin oder so. Dann mal, da gucke ich immer auf D-Max oder auf M24 oder so. Da kommen immer irgendwelche geilen Dokus. Da habe ich letztens eine Doku geguckt über Tiere. Ich weiß gar nicht, wo das war. Neuseeland oder so. Da war auch so ein Kiwi-Vogel, haben die gezeigt. Und das Ei von dem Kiwi-Vogel ist fast so groß, wie er selbst das erlegt. What the fuck? Und na, das ist manchmal schön. Da laufen auch mal so Dinge halt, so spezielle Dokus, die ich so normal jetzt bei Amazon Prime oder so nicht gucken würde. Und das ist auch mal interessant. Sag bloß, das reicht. Bäm. Ich muss nicht schon mal zurückrennen. Bin ich geil oder was? Na, ist dann schon cool. Mal so Fernsehen zu gucken einfach. Mir schreckt das aber so dermaßen auf. Da kann ich mich jetzt auch nochmal drüber aufregen. Ich habe ja noch Zeit. Da hatte ich... Das war... Boah. Meine Mutter guckt ja gerne so... Dinge wie Germany's Next Topmodel und DSDS. Und... Da lief halt DSDS... Und irgendwie in der aktuellen Staffel, ich weiß gar nicht, ob die noch läuft,
Sind die irgendwo auf Jamaika oder so? Oder auf irgendeinem warmen, auf irgendeiner heißen, warmen Insel? Und da war irgendwie eine dabei. Kann schon nicht ernten. Die war so ein bisschen komisch und hatte so einen ganz eigenen individuellen Stil. Und sie hat sich halt eben nicht die Beine rasiert. Und dann kamen dann irgendwelche Tusen an, da hatte ich mich auch übelst auf Twitter drüber aufgeregt, und meinten, sie müsste sich die Beine rasieren. Und die Frau so, nee, das will ich nicht, das mache ich nicht. Und das ist eklig, was du da machst, du musst dich doch rasieren, du bist doch eine Frau, das ist total abartig. Und die so, nee, das gehört nicht zu mir, ich will das einfach nicht. Und da sind die da übelst abgegangen, wie widerlich und abartig diese Frau ist, weil sie sich die Beine nicht rasiert. Und haben die da übelst dazu gedrängt. Und das fand ich aber echt stark von der, dass sie gesagt hat, nee, das will ich nicht. Das ist mir nicht wichtig, das zu machen, und das gehört nicht zu mir. Und ich habe meine Gründe, dass ich machen will, und lass mich einfach in Ruhe damit. Und das fand ich halt eben super stark von der Frau, dass sie sich dann nicht halt irgendwie dann von den ganzen Tussen dann einschüchtern lassen und sich dann treu geblieben ist. Ja, und dann ist halt eben dann im Interview übelst aufgeregt, wie widerlich und ekelhaft das ist, dass sie das nicht macht. Und ich denke mir so, Alter, ihr seid so dumme Kackpratzen. Es kann denen doch scheißegal sein, ob sie sich die Beine rasiert. Das ist total dämlich. Und das war, ich glaube, das war sogar nicht mal bei DSDS. Das war, glaube ich, irgendwie so ein TAF oder RTL-News-Beitrag oder so, der davor noch lief. Und ich war total schockiert, wenn man dann so sein kann. Wie kann man denn... Oh, ich hab das so aufgeregt. Dass das noch so zelebriert wird im Fernsehen. Dass sie sich, das ist so dämlich und oberflächlich und dumm. Und... Oh, am liebsten in die Fresse schlagen. So. So, ist das jetzt alles fertig? Ja. Also, lass euch nie von irgendjemandem irgendetwas einreden, dass ihr irgendwas machen müsst, weil das irgendwie. Das ist total dumm. Wenn man das nicht machen will, ist das doch vollkommen in Ordnung. Ich meine, wenn sie sich nicht duschen würde oder so, nie duschen würde oder total stinken würde und eine mit dem Geruch belästigt oder so, na, und das auch vielleicht auch für sie dann auch ungesund ist. Ja, okay, dann könnte man sie mal vorsichtig drauf ansprechen, aber das ist ja echt unter aller Sau, finde ich. So, wie lange braucht denn das hier? Weißes Garn braucht, wie lange brauchen das noch? Ich möchte gerne Status überprüfen. Ach hier, noch 9 Stunden, okay. Dann können wir am nächsten Tag dann endlich, ja. Endlich. Wieso gehe ich immer in dieses Ding rein? Wieso mache ich das? Ich könnte mal bitte mal aufhören damit? Danke. Hier. Dann können wir dann morgen dann das Gewächshaus machen. Also Leute, lasst euch aber, was ich aber sagen wollte, lasst euch nicht irgendwie davon beeinflussen. Ich weiß, es tun da viele jüngere Mädels auch, zugucken. Wenn es um solche Sachen geht oder so, warum schminkst du dich nicht? Oder zieh doch das und das an, du siehst hässlich darin aus. Hört nicht auf die anderen, macht einfach das, was ihr wollt, wie ihr euch wohlfühlt. Und wenn Leute euch danach bewerten, wie ihr ausseht und was ihr für einen Stil habt, dann sind Leute es gar nicht wert, mit denen überhaupt zu reden. Ganz ehrlich. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, weil man natürlich auch sozialen Anschluss sucht und so. Es benötigt wirklich sehr viel Selbstbewusstsein und Stärke, um sich dann gegen so dumme Pratzen durchsetzen zu können. Und, aber man zeigt sehr viel ja, Charakter und Selbstachtung, wenn man dann, wie in dem Fall, sich ja nicht die Beine rasiert, aber irgendwelche Pratzen da von DSDS das wollen. Total furchtbar, die Sendung, ganz ehrlich. Das ist total dämlich alles. Ich kann nicht vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, warum man sowas guckt. Und ich weiß auch nicht, warum meine Mutter das guckt. Ich glaube, die kann ich jetzt inzwischen auch fällen, die Bäume, ne? Müsste ich dann vielleicht eventuell auch bald machen. Oh, nochmal ganz kurz über... Ah, die Kälterei wollte ich ja noch wegen dem Pfirsichen. Ob ich da irgendwie Pfirsichwein machen kann oder so. Was ist das? Weinpresse. Pfirsichmust. Machen wir das mal. Hier kommt das bestimmt Dings hin, ne? Ja. Gut. Dann tun wir das. Ja, genau. Ich habe übrigens auch letztens ja auch ganz viel Äste rausgenommen. Dann würde ich hier gerne noch ein bisschen Dünger herstellen, genau. Dippe, dippe, dippe.
Stimmt, jetzt war glaube ich Parfüm, ne? Könnte ich eigentlich auch mal machen. Oh Gott. Aber ich finde da viel Unkraut über. Boah, da mache ich ja übelst viel Dünger am Ende. Den müsste ich nochmal auch mal einsetzen. Das mache ich irgendwie nie, weil ich irgendwie zu doof bin. Ich vergesse das immer zu düngen. Muss ich auf jeden Fall bald mal dran denken. Mein Hund fängt gerade übelst an zu schnaufen, weil da glaube ich gerade sein Futter versteckt. Random Informationen am Rande. So. Hier nochmal. Und dann noch ein letztes Mal. So. Sehr schön. Gut. Ich überlege gerade, was mache ich denn noch? Ach ja, nee, Käserei nicht hier. Lebensmittel, Manufaktur. Ja. Ja, rausnehmen. Jetzt habe ich, glaube ich, auch gleich alles auf die Marmelade mit. Können wir alles morgen verkaufen spätestens. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen Energie habe ich ja noch, aber es ist schon ziemlich spät. Da gehe ich lieber ins Bett. Und ja, gucke, dass ich morgen eventuell die ganzen Bäume fälle. Oh Gott, das ist so viel zu tun, Leute. Ich habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl, man macht irgendwie halt total viel, aber man kommt trotzdem nicht voran. Das ist total verrückt. Okay, gut, da gehe ich jetzt ins Bettchen. Und so. Soll ich ins Bett gehen? Ja. Das sollst du. Silberner Leinstoff vollständig. Goldener Leinstoff vollständig. Na, ist das schon mal gut. Ist nur der normale Stoff vollständig? Das ist die viel wichtigere Frage, die ich gleich allen vorne anstelle. Hello. Ja. Dünger vollständig. Wow. Bin ich jetzt, achtmal Stoff inzwischen? Das wäre nice. Produkte, Garderobe. Ist da Produkten dabei? Ja, hier weißer Stoff. Hier, scheiße. Bleibt es denn hängen? Hier. Ich will doch einfach nur, drei? Jetzt wird's pervers. Was fehlt denn hier noch? Einmal weiß. Eine Stunde und 32 Minuten. Okay, das schaffen wir noch. Puh. Das zieht sich ganz schön hin mit dem weißen Schlurf. Das Schwierigste wird, hätte ich nicht gedacht. Alter. Schon wieder fertig hier, ne? Warum mache ich das? Ah! So. Jeden Tag kann man das Gras hier pflücken, mähen, dreschen, was auch immer. Sammeln. Schon Wahnsinn. So. Hallo, 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 was geht ab? Wir haben heute ein bisschen mehr Zeit zum Glück. Zum Beispiel mal hier und da und überhaupt überall. So. Kakak. Kakak. Und kakak. Ramona. Liz. Nati. Flopsy Hopsy noch. Hier schon. Du kleines dickes Kügelchen, du. Du kleines Wollkügelchen. Ich denke jetzt schon. Nee, ich muss schauen, glaube ich, noch hochnehmen. So. Sehr gut. Sehr gut. oh, da kann man wohl ein wenig scheren. Sehr nice. Herr Jean, du krasses Schaf, du. Na, den Rest aber nicht. Aber wir können immerhin trotzdem noch bürsten und melken. Und mal gucken, mit welchen Schaf ich als nächstes teilnehme. Vielleicht wieder mit Jean. Sollen wir mal schauen dann. Ich weiß übrigens gerade gar nicht, wo die Wolle von Jean hingeflogen ist. Wo ist denn die? Hä, wo ist die Wolle? Hab ich die aufgehoben und hab's nicht gemerkt? Wo ist die Wolle? Jean? Ich werd schon verrückt. Ach, da ist sie. Das hab ich gewusst. Ich hab da gerade gar nicht geguckt. Da. Und da. Mo, 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 Mo. Und so. Weiß ist gar nicht vollständig. Das ist sehr gut. Können wir uns gleich auch noch drum kümmern. Hanako. Kriegt. Und wo ist er? Die Keks.
Mu, der Kollege spendet, das war falsch. Das will ich gar nicht. Mach mal Platz. Ich muss die Mermäs noch versorgen. Ich kann auch gleich mal gucken nach dem Status der Schafe. Lass mich mal durch. So. Bommel. Nein, ich will auch Jean was geben. Wie Jean sich freut, das ist so nice. Er springt richtig hoch. So, wie sieht es denn eigentlich jetzt hier generell mal so aus? Oh. Den muss ich allen noch reden. Ja, Bommel kann man eh noch nicht scheren. Ja, Freundschaft zu Bommel ist auch schon inzwischen sehr hoch, ne? Dafür, dass es noch ein kleines Baby ist. Ja, aber bei Moni und Lolli dauert es nämlich noch ein bisschen. Vielleicht nehme ich das nächste Mal wieder mit Jean teil. Muss man mal gucken. Die sind wirklich. Mir wurde auch geschrieben, dass sie alle feige sind. Die sind wirklich alle feige, all meine Schafe. Feige Schafe. Interessant. Mal mit einem bisschen quatschen. So, Jean. Jean? Ich weiß nicht, was du da tust, aber ich finde es nicht gut. Nein. So. Jetzt mal irgendwie hier durchkämpfen. So. Erstmal hier. Ja, um meine Hunde und Katze muss ich mich auch noch kümmern. Ich hab's nicht vergessen. Hier. Das ist aber auch wichtig, weil. Wolle. Weißer Stoff 1. Dann haben wir's endlich. Hummernummer, Hummernummer, hu, hu, hu. Oder irgendwie sowas in der Art, ich hab keine Ahnung. Ist sie ja bestimmt draußen, ne? Ah, Bianca ist jedenfalls draußen. Na? Ja. Feines Kätzchen. Ja. Muss Kyoto? Ist Kyoto etwa noch drin? Ich weiß es gar nicht. Kyoto? Niemand weiß, wo Kyoto ist. Ich dachte gerade, da liegt er, er ist tot. Nein, es ist nur ein Teddy. Glück gehabt, gerade noch so. Okay, oh mein Gott, ich glaube, die Folge geht schon wieder viel zu lang. Ich sag dann auf jeden Fall mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann hoffentlich wirklich endlich mal dieses blöde Gewächshaus bauen. Das ist wirklich schlimm. Bis sich das alles zieht. Es tut mir leid. Ja, ich soll das mal nicht. Ist gut. Okay, dann ciao.